Mont Clamotte ist ernste Musik, hat ein zutiefst ernstes Thema, den Zweiten Weltkrieg, den Trümmerberg. Das hatte mit Unterhaltungskunst nicht mehr das Geringste zu tun, obwohl es höchst eingängig war und höchst populär. Ein Pop-Hit über einen Berliner Trümmerberg. Die Platte katapultiert Silly weit nach oben in der DDR-Rockszene. Ich bin praktisch 82 im Januar eingestiegen. Und dieses Album Mont Clamotte wurde gerade so begonnen eigentlich. Also die Texte von Werner Kramer, die lagen ja schon vor, als ich kam. Und Tamara Danz war, also unsere damalige Sängerin, war total begeistert und sagte, das ist ja, als ob mir das jemand auf den Leib geschrieben hat. Und dann ging das los. Also mit einem großen Enthusiasmus haben wir in den kleinsten feuchten Keller, den man sich vorstellen kann, irgendwie dieses Album dann angefangen zu entwickeln. Neulich sitz ich mit einer alten Dame auf der Bank. Ich empfand das als groß und erhaben. Auch diese Kargheit der Instrumentation, der Setzung von Poernten. Gott sei Dank. Da wurde nicht wild rumgeorgelt, sondern das war ein Theaterstück. Eigentlich war es eine Variation von Auferstanden aus Ruinen, der Becherhymne, deren Text nicht mehr gesungen werden durfte. Es nahm also den Ursprungsmythos der DDR sinnfällig ernst. Es waren noch ein paar Tabus drin, wie zum Beispiel das Wort Deutschland war in der DDR möglichst gemieden. Und ich weiß, dass wir vorgeladen wurden damals in die Jugendredaktion des Fernsehens der DDR. Und da wollte man mit uns diskutieren sozusagen über diesen Text und warum man das so nicht ins Jugendfernsehen bringen kann. Das haben wir natürlich mit uns nicht machen lassen. Ne? Also wir haben unser Werk natürlich verteidigt. Gemeinsam mit Werner Kramer, dem Texter des Songs. Ich versuche eigentlich auf Langzeitwirken zu arbeiten und an Titeln mitzuwirken, die mehr als 4-5 Mal gehört werden. Sind so tot seit Deutschlands Himmelfahrt. Die Mütter dieser Stadt haben den Berg zusammengekaut. Und typisch, insbesondere bei zum Beispiel bei Silly damals, war, dass die Texte ja zwar immer noch poetisch waren, aber auch wiederum auch direkter irgendwie. Hier wusste man immer, was gemeint war und trotzdem hat er sich bei der Beschreibung von Zuständen, bei der Beschreibung von Lebensumständen, hat er immer Bilder gefunden mit nicht so abgenutzten, gebräuchlichen Vokabeln. Hat sich schon mal jemand gegen deine Texte gewehrt? Ja, sicher. Viele wehren sich gegen meine Texte. Weil sie meinen, das wäre zu früh oder das wäre falsch, was da drin steht. Oder das könne man in dieser Situation nicht machen. Oder manchmal auch begründete Argumente, aber oft veranscheinende. Einfach weil die Traute fehlt, die Traute des Redakteurs oder die Traute des Leiters, der für irgendeine Veröffentlichung verantwortlich ist. Nicht nur der Song Mont Clamotte, das ganze Album ist erfolgreich. Die nächste LP ist schon fertig produziert und wird dann zurückgepfiffen. Es geht wie so häufig um die Texte. Und es war fertig, inklusive Cover, der Liebeswalzer, das Nachfolgealbum zu Mont Clamotte. Es lag fertig da, wir sind auf Sowjetunion-Tournee gegangen, wir waren gerade irgendwie ein paar Tage weg und dann haben wir erfahren per Telefon sozusagen, was da passiert ist. Dass sie die Platten gar nicht erst ausgeliefert haben und ein paar Kassetten, 800 an der Zahl, sind verkauft worden, aus Versehen. Da war so ein Grenzwert erreicht und es gab harte Diskussionen mit Werner Kramer und mit Tamara Danz, um die Texte von drei Titeln nochmal abzuschwächen. Sonst wäre dieses Album nicht rausgekommen. Und da war die Band auch an so einer Schwelle zu sagen, ja, ist unsere Karriere jetzt beendet? Stellen wir einen Ausreiseantrag? Oder machen wir ein kleines Zugeständnis? Silly bleibt. Das Album erscheint schließlich doch. Mit neuem Titel und veränderten Liedtexten.